So, ich hoffe, dass auch die anderen Gruppen mittlerweile zurück sind. Wie sieht es bei euch aus, Dirk und Marie? Ich wollte sagen, genau, wir waren 35 eigentlich soweit wieder zurück, sind aus dem Raum raus. Ich schaue nochmal kurz simultan. Es ist eine Person noch im Raum drin bei mir, aber müsste jetzt wahrscheinlich auch hier rüber wechseln. Ich wollte noch auf eine Sache zurückkommen, die bei uns im Raum besprochen wurde. Wir hatten es ja von dem Upload, das hattest du auch gerade erwähnt. Beim Upload gibt es eine Beschränkung. Das ist bei mir in der Präsentation eigentlich drin. Ich bin gerade an dem Punkt, nochmal nachzuschauen. Genau. Das sind 128 MB nur bei Video-Upload. Das ist relativ klein. Da können Sie nicht ein großes, langes, vor allem nicht ein HD, Full-HD-Video hochladen. Das noch als Information. Wie gesagt, ich hatte was vom Archive genommen, was nur 640p ist. Wenn Sie so in der Größe sind, dann geht das 2, 3 Minuten. Sie können gerne noch mal in dem, ihr könnt gerne noch mal in dem Starter-Kit nachgucken, was ich verwiesen hat, auf das ich verwiesen hatte. Da ist auch so eine Tabelle oder Richtwert, wie viel MB eine Minute oder so und so viel Sekunden Video ungefähr haben, dass man weiß, wie lange Videos kann man da uploaden, um damit so eine App zu generieren. Als Nachtrag. War in der Präsentation auf der falschen Ebene. Im Hintergrund habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Wunderbar. Das Thema hatten wir auch, weil wir ein Beispiel angeschaut haben, wo ein externes Video eingebunden war, das aber nicht mehr verfügbar war. Das heißt, es gibt dann dafür und da wieder eigene Videoinhalte hochzuladen. Und 128 Megabyte sind vergleichsweise viel, wenn man vergleicht, dass die H5P.org-Seite zum Beispiel gerade mal 8 Megabyte insgesamt zulässt, Ui, hochzuladen. ja. Und da Also, kann man gar nichts machen mit eigenen Videos. genau das ist auch noch wichtig. Ich habe jetzt über Zoom-Apps gesprochen, über die Plattform. Da sind es 128 MB. Die anderen haben andere, die wir jetzt gerade gehört haben. Genau. Da wir noch 20 Minuten haben, würde ich gerne kurz zusammentragen, nochmal um zu rekapitulieren. Wir befinden uns jetzt eigentlich das, was wir angeschaut haben, sehr stark im Bereich der Entwicklung von interaktiven Lerninhalten eigentlich schon, weil die meisten Diskussionen, die wahrscheinlich geführt wurden, da geht es genau darum, welche Funktionen erfüllen diese Interaktionen genau und wie können wir da die Inhalte genau strukturieren. Dazu können wir aus der Gruppe 3 dann gerne noch kurz einen Einblick geben, dass das nicht ganz so trivial ist. Dann würde ich gern jetzt aber wirklich kurz öffnen, falls Sie Inhalte erstellen konnten, teilen Sie diese mit uns, teilen Sie diese untereinander und fügen Sie die Links, die Sie dafür haben, in den geteilten Notizen. Falls Sie nichts erstellt haben, was wahrscheinlich bei vielen der Fall sein könnte, weil die Zeit dafür wirklich sehr knapp war, keine Sorge, wir sind auch daran interessiert, wie Ihnen allgemein die Arbeit mit den unterschiedlichen H5P-Lerninhalten jeweils gefallen haben, wie hat das funktioniert und welche Lösungen und Ideen zur spielerischen oder ein bisschen spielerischeren Gestaltung und didaktischen Strukturierung von Inhalten haben Sie dabei gefunden. Da würde ich jetzt gern das Wort mal an dich übergeben, Marie. Wie hat das bei euch geklappt? Ja, wir haben uns eigentlich erstmal ein bisschen damit beschäftigt, was es für Inhaltstypen gibt bei H5P. Kleine Mini-Lernspiele haben die dann selber mal kennengelernt und ausprobiert und dann auch selber gestellt. Da war die Zeit jetzt tatsächlich wirklich sehr knapp, gerade auch fürs Erstellen. Da sind aber doch einige Beispiele entstanden. Und deswegen können wir jetzt mal einfach mal kurz durchgehen und würde auch mal die Frage direkt an meine Gruppe geben, wie denn eigentlich so die Erfahrungen waren mit den Anwendungen. Beim selber erstellen. Also einerseits beim Ausprobieren, wie hat Ihnen die Arbeit dann gefallen mit den jeweiligen H5P-Inhalten und auch beim selber erstellen. Wie hat das funktioniert? Also einfach mal kurz die Frage an die Runde in Gruppe 1.
Ich habe jetzt auch nochmal den Chat eingeblendet, damit bei unserer Aufnahme, auch wenn geschriebene Fragen, Antworten kommen, das dokumentiert ist. Ich wollte das Schweigen jetzt mal auflösen. Sehr schön. Okay. Genau, ich habe mich für die Image-Spots entschieden, die Marie groß angekündigt hat und meinte, da kann man ganz gut variieren. Ich habe das allerdings mit dem H5P gemacht und kann das vermutlich nicht dauerhaft sozusagen, oder ich kann es nicht teilen, aber ich habe mich für ein Bild entschieden mit verschiedenen Schriftstellern, die auf dem abgebildet waren, und habe dann versucht, so Fragezeichen draufzusetzen und einfach die Frage zu stellen, wer steckt dahinter, und habe das dann versucht, noch ein bisschen zu verlinken mit ein paar Videos zu den einzelnen Schriftstellern. Und bei Schiller habe ich, glaube ich, im Hintergrund irgendein Cartoon-Bild genommen. Und genau, also das passte ganz gut. Zu Goethe findet man sowieso unheimlich große Fülle an Erklärvideos. Da habe ich so ein dreiminütiges dazu hochgeladen. Und genau, das war erstmal so ein Ausprobieren. Und ich fand es aber ganz gut. Also meine Fähigkeiten, sage ich ja immer, meine Kompetenzen im technischen Bereich sind noch begrenzt, aber man kann sich mutig dem Ganzen widmen. Es ist eigentlich relativ selbsterklärend und funktioniert ganz gut. Man kann nichts kaputt machen. Also zu empfehlen. Michael, ich habe dich gerade zum Präsentator gemacht. Du könntest, wenn du wolltest, auch deinen Bildschirm kurz mit uns teilen, wenn du da was erstellt hast, dass wir das kurz sehen können. Hochladen kann ich nie, hilf mir ganz schnell, Ja, wo teile ich du hast jetzt einen weiteren blauen Button unten rechts, der vierte blaue Button. Da ist ein Bildschirm-Icon drauf. Wenn du da draufklickst, im Chrome-Browser bist, fragt er danach, welches Fenster du freigeben willst, und dann teilst du das mit uns und ersetzt die Präsentation, die wir sehen. Und dann sehen wir das, was dein Bildschirm ist, und du könntest uns deine App zeigen oder die Anfänger, die Bilder von dir. okay, ich probiere das ganz schnell. Bildschirm freigeben. Er Genau. zeigt mir gerade einen Fehler an. Ja, dann bist du entweder im falschen Browser oder wie wir das alle jetzt mittlerweile gut kennen, die Technik hat ihr Eigenleben. Genau, also du musst dem auch zustimmen, dass dein Bildschirm freigegeben wird, geteilt wird. Ah ja, okay. Genau, hier steht temporär blockiert mein Bildschirm. Ich kann es aber nicht rausnehmen. Okay, das Gut, ist. dann würden wir sonst mal weitermachen mit den Beispielen aus der Gruppe 2 vielleicht. Oder hast du noch etwas, Marie? Genau, nur noch ganz kurz. Ich würde Beispiele, die entstanden sind, also einerseits Mhm. haben wir uns in der Gruppe 5 Beispiele, so kleine Mini-Anwendungen, welche Szenarien für den Deutschunterricht denkbar wären, die würde ich jetzt noch mit einstellen oder die Notizen. Und zusätzlich können auch alle die jetzt Beispiele erstellt haben und die auch schon teilbar wären und ohne oder beziehungsweise mit Account dort noch ihre Links ergänzen, sodass wir da über eine kleine Sammlung haben an möglichen Beispielen, von denen auch dann mal lernen können und sich die Anführungen von den Beispielen. Also stelle ich mit ein, dann Sehr schön. Ich habe gerade hier im Chat gelesen, dass es auch mit einem iPad sehr gut nutzbar war. Das habe ich auch ausprobiert, kann ich bestätigen. Das, ja, freut mich sehr. Ich kann natürlich, wenn jetzt irgendjemand aus der Gruppe 2 von mir etwas zeigen will, etwas, wo dran er ist, eine App. Also bei uns war es auch so, dass natürlich die Zeit sehr kurz ist, gerade wenn man noch erstmal eine Quelle braucht, ein Video, mit dem man dann anfängt zu arbeiten. Wenn sich jemand meldet, gerne im Chat oder per Bild und Ton oder was auch immer, der etwas mit uns teilen möchte, den Bildschirm freigeben will, dann kann er das gerne tun. Ich würde ihn dann oder sie zum Präsentator machen. wir können das sonst auch abkürzen, weil Frau von Meidel hat schon ein Beispiel eingestellt in die geteilten Notizen. Ich würde das kurz teilen und Sie können kurz sich entstummifizieren, um kurz zu sagen, was es sich mit dem Beispiel genau auf sich hat. Ja, genau. Also ich habe einfach ein Video, das mir eingefallen ist, genommen. Das geht knapp 2 Minuten und ist im Prinzip eher ein Video, weil Fotosynthese.
Und da habe ich jetzt einfach mal versucht, man sieht schon auf dem Bildschirm einfach ein paar von diesen interaktiven Fragen mal reinzusetzen. Das einfach mal ausprobiert. Mhm. Sehr schön. Und wie hat Ihnen das gefallen? Können Sie sich da vorstellen, damit auch im Deutschunterricht oder sonst irgendwie zu arbeiten? Ja, schon, das hat mir gut gefallen, aber es ist im Moment, glaube ich, ein bisschen einfach diese Eingewöhnungsphase, wenn man sich einfach in die Prozesse da eingewöhnen muss, dass man rausfindet, was es machen kann und was man achten muss bei den Lizenzen. Mhm. Und als kurze Rückfrage, waren Sie in Gruppe 2 dann auch oder 3? Ich hatte jetzt nicht Zeit, alle... Ja, Gruppe 2. Sie waren bei mir, ja, sehr schön. Das freut mich sehr. Ich flackere. Okay. Wie sieht das bei aus? Okay, gut. Aber du hörst uns noch. Ich habe jetzt bei Gruppe 2 mein Beispiel eingetragen, an dem wir uns langgehangelt haben praktisch. Wer sich das anschauen möchte, findet das jetzt in den geteilten Notizen. Da, ich schreibe es auch nochmal in den Chat rein. Wir können die ganzen Inhalte, die jetzt da gesammelt wurden, gerne auch noch im Nachgang allen zuschicken, damit sie sich das noch in Ruhe anschauen können. Weil das ist jetzt gerade sehr viel, sogar für BigBlueButton, das immer langsamer wird, glaube ich, weil so viel eingetippt wird. Hier noch das Beispiel von... Gut, dann würde ich noch kurz darauf eingehen, was wir in der Gruppe 3 gemacht haben. Wir haben ein ganz einfaches, verhältnismäßig einfaches Branching-Szenario erstellt. Mehr oder weniger kollaborativ. In der Form, dass wir das einfach mal kurz so besprochen haben, welche Optionen man sich da vorstellen kann. Das hat sich sehr schnell gezeigt, dass das mit diesem Editor recht schnell sehr aufwendig wird. Trotzdem, ein kleines Setting konnten wir gestalten. Wir gehen auf eine Tür zu. Es gibt eine Visualisierung. Die Tür ist da. Dann gibt es die Option zu interagieren. Wir klopfen an. Kannst du noch ein bisschen das Fenster, den Browserfenster ein bisschen hochschieben? Kann ich machen, ja. Das macht leider keinen Unterschied. Okay. Und dann sind wir am Ende angelangt. Das heißt, das war jetzt so spontan, um anzuschauen, ein bisschen schwierig, da genau rauszufinden, was man da alles so machen kann. Aber es kamen viele gute Ideen auf, wie man das einsetzen könnte, zum Beispiel um Handlungssituationen zu gestalten, kommunikative Handlungssituationen, wo man unterschiedlich interagieren könnte. Dann kam auch das Beispiel, dass man da gut Narrative nachbilden könnte, zum Beispiel, indem man alternative Roman- oder Geschichtsverläufe nachspielen lassen könnte oder das gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern entwickeln könnte. Fasst das die Diskussion so ungefähr zusammen, René? Und sonst gerne ergänzen. Falls jetzt zu meiner eigenen Überraschung doch noch jemand in der sehr kurzen Zeit irgendwas Aufwendigeres da gestaltet hat, dann können Sie gerne das in den geteilten Notizen nochmals teilen. Und wir werden diese Notizen dann auch speichern und im Nachhinein zur Verfügung stellen nochmal. Und sonst werde ich die beiden Beispiele, die wir angeschaut haben, da reinstellen. Genau, jetzt ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, das sind ja drei verschiedene Gruppen und alle drei Gruppen haben wir mit spielerischen Lerninhalten befasst. Was eigentlich so die Gemeinsamkeiten sind aller drei Gruppen, beziehungsweise was die überhaupt Potenziale spielerischer Lerngestalt sind. Im Wesentlichen haben wir da eigentlich für uns mehrere Faktoren vor allem auch erkannt und festgehalten. Also zum einen diese unterschiedliche interaktive Lerninhalte, eine Vielfalt auch an unterschiedlichen Lernmedien, also HTTP mit ca. insgesamt 50 Inhalte, von denen nur die unterschiedlichen interaktiven Lernformen denkbar sind. Das heißt, man kann
Interaktion mit komplexem Inhalt. Also es ist nicht nur bloßes Zuschauen und bloßes Rezipieren, sondern auch Interagieren mit den Lerninhalten. Was natürlich da das zur Folge noch hat, dass Lernende auch stärker motiviert werden durch die aktive oder auch aktivere Beteiligung als durch das bloße Rezipieren. Und auch eine größere Personalisierung durch zum Beispiel adaptive Lernpfade oder auch durch das Anpassen der Lerninhalte auch möglich ist. Das heißt, ich habe bestehende Lerninhalte, kann die auch wieder weiter bearbeiten und dadurch auch eine größere Individualität der einzelnen Lerninhalte ermöglicht wird. Genau. Jetzt, wir sind doch sehr schnell irgendwie vorangeschritten in der Zeit. Sehr, sehr spannend. Wir würden trotzdem ganz gerne mit euch noch eine kurze Abschlussdiskussion kommen. Und zwar würde uns interessieren, jeder von Ihnen, von euch hat ja verschiedene Erfahrungen gemacht in seinen unterschiedlichen Gruppen. Uns würde interessieren, gerade auch, dass wir viele Deutschlehrkräfte jetzt hier in dem Workshop haben, welche Potenziale Sie da sehen für den Einsatz von H5P, vor allem für den Deutschunterricht oder, wenn wir aus einem anderen Kontext kommen, auch darüber hinaus. Also welche Chancen sehen Sie, mit H5P im Unterricht arbeiten zu können? Die große Chance generell jetzt gesehen für die Schülerinnen und Schüler ist das, was ist eigentlich der Sinn von Schule? Schule soll die Kinder auf das Leben danach vorbereiten. Und Digitalisierung ist auch im Berufsleben mittlerweile angekommen und ein großer Teil. Und deswegen ist Schule auch in der Pflicht, digitale Medien halt auch zu schulen, damit die Schülerinnen und Schüler später in ihrem Berufsleben damit auch umgehen können. Also schon alleine dafür haben wir auf jeden Fall die Pflicht, auch als Lehrerinnen und Lehrer, egal welchen Unterricht, auch immer mehr unseren Unterricht zu digitalisieren, um halt auch in der Zeit anzukommen, in der wir auch sind, beziehungsweise hinken die Schulen ja eh schon generell damit zurück. Also das wäre eigentlich schon grundlegend, zumindest dafür da. Sehen Sie auch konkrete Potenziale, die H5P an der Stelle dann auch bieten kann, direkt für den Unterricht? Also wir hatten ja die unterschiedlichen Gruppen. Ich kann jetzt nur zum Beispiel für unsere dritte Gruppe sprechen oder sicherlich auch für die anderen Gruppen, dass ja Schülerinnen und Schüler häufig Angst haben, Fehler offen im Plenum zuzugeben beispielsweise. Also deswegen melden sich ja manche Schülerinnen und Schüler auch nicht, weil sie Angst haben, okay, ich könnte jetzt was Falsches sagen und dann lachen vielleicht im schlimmsten Fall andere darüber. Und diese Angst nehme ich damit, wenn ich ja zum Beispiel diese Interaktion über die digitalen Medien auch habe. Es ist ein Stück weit anonymisierter. Man sieht es jetzt auch bei Facebook, Instagram und Co. Hat zwar auch Nachteile manchmal, diese Anonymisierung, aber die Leute trauen sich mehr. Und ich denke, die Chance habe ich auch mit diesen H5P-Varianten auch im Unterricht, dass sich auch ruhige Schüler, die sonst Angst haben, auch trauen mitzumachen und halt auch merken, Fehler machen ist nicht schlimm. Ich kann daraus lernen. Und das bietet ein Riesenpotenzial davon für mich. Also wir hatten zum Beispiel mit diesen Handlungssträngen, da bietet sich das wunderbar an. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Gruppen mit aussah, aber ich denke, das ist exakt ehrlich sein. Das ist ja wieder so ein bisschen der Ansatz, und das hat mich auch generell des spielerischen Lernens eigentlich von Versuch und Irrsinn. Es geht ja eigentlich darum, durch das spielerische Lernen herauszufinden, wie eine bestimmte Sache funktioniert oder wie ein Inhalt funktioniert, wie man sich den erschließen kann und gar nicht von vornherein gleich den direkten Weg auch kennt, sondern sich den selber auch erschließt und dadurch auch eine stärkere Motivation hat, die Inhalte sich selbst zu erschließen. Das würde ja wieder damit einhergehen, auch mit der Frage, welche konkreten Anlässe Sie sehen, wenn wir jetzt H5P spontan gemäß selber im Unterricht einsetzen würden, welchen Anlass Sie da sehen würden, wo Sie den H5P direkt einsetzen. Also jetzt eben ist ja auch so eine quasi Angst vor Fehlern, die abzubauen. Also an welcher Stelle des Unterrichts oder welchen Anlass sehen Sie da dann H5P auch anzuwenden? Ich hätte noch eine Grenze, um auch nochmal auf die andere Seite einzugehen. Wir haben jetzt alle, glaube ich, gesehen, wie aufwendig das auch ist. Da muss man natürlich schauen, in welchem Maße
das auch realisierbar ist, weil wir wissen ja alle, die Gesellschaft wird immer schneller und wir haben ja auch nicht unendlich viel Zeit. Und ich glaube, Herr Kunze hatte bei uns gesagt, an seinem kurzen Video saß er irgendwie 10 Stunden. Da muss man dann natürlich auch schauen, ob man dann wirklich sagt, okay, ich setze mich jetzt vielleicht in den Sommerferien hin und mache ein Projekt, was ich dann ein paar Jahre irgendwie gut verwenden kann. Aber dass man dann jede Woche für jede Klasse neu was erstellt, das ist, glaube ich, auch utopisch, auch wenn es natürlich ziemlich cool wäre. Ja, das stimme ich voll zu. Also man muss dazu sagen, die 10 Stunden bei mir liegen auch daran, dass ich da immer wieder drüber gearbeitet habe und das war ja das Erste, was ich erstellt habe, in dem Prozess des Erstellens mir immer wieder neue Sachen eingefallen sind, die man noch machen könnte, wenn man mit einem festen Konzept dran geht und das überschaubar hält, dann kann man auch garantiert mit weniger Zeiteinsatz da zu Ergebnissen kommen, vor allem wenn man, ich bin da recht perfektionistisch, was Layout und sowas angeht, kann man auch als schneller arbeiten, bestimmt, aber es braucht auf jeden Fall mehrere Stunden, um etwas zu erstellen. Das muss bedacht werden. Ich wollte nochmal auf den Chat rekurrieren, wo auch viel Feedback kommt. Eine Sache, die auch als Grenze wichtig ist, sind natürlich Plugins, also die Unterstützung, die ja eigentlich von H5P sehr weit ist, findet ihre Grenzen immer mal wieder in Plugins, die auf verschiedenen Plattformen oder Wegen, Betriebssystemen, Servern installiert oder nicht installiert sind, unterstützt werden. Oder das nicht. Da haben wir eine Rückmeldung von Christine Schulze, dass sie an der Schule mit Microsoft Teams arbeiten und es da ja eigentlich nicht möglich ist, aber es einen Workaround gibt über Webseiten, auf denen auch Benjamin Eugster verwiesen hat. Es gibt zwar Grenzen, aber manche Grenzen kann man dann auch zum Glück ein bisschen durch Kreativität umgehen, dass sich das System nutzen lässt, was ich bei mir in der Gruppe auch schon gesagt hatte. Leider ist es bei uns an der Uni, bei den Blogs noch nicht mehr möglich wegen Plugins und genauso noch die Info auch, wenn das vielleicht noch nicht an alle gekommen ist. In Zoom-Apps ist das die Einbindung über iFrames durch Zoom-Apps selber blockiert, sodass man die Inhalte nochmal auf einer anderen Plattform hochladen muss, um die über iFrame in der eigenen Webseite, Lernmanagementsystem oder so einzubinden, weil das Verein ist gemeinnützig, die wollen natürlich, dass auch ihre Plattform, ihre Webseite besucht wird. An der Stelle, Dirk oder Benjamin, ich weiß, Cross-Feedback, wir hatten vorhin die Frage in der Runde, ob es möglich ist, die Inhalte, die erstellt sind, auch exportieren zu können, also ob man daraus PDFs erzeugen könnte. Antwort hatte vermutet, dass das gegebenenfalls über ein anderes Lernmanagementsystem vielleicht möglich wäre, wenn man es dort einbindet, je nachdem, ob diese Exportfunktion dort bestimmt ist. Ich bin aber erstmal davon ausgegangen, dass es nicht auf Anhieb funktioniert, dass man zum Beispiel ein PDF verbessern könnte. Aus zum Beispiel einem Kreuzworträtsel. Genau, also ich glaube, die Inhalte sind dezidiert als Online-Inhalte ausgelegt eigentlich. Das ist immer so die Schwierigkeit. Es gibt aber die Möglichkeit zum Beispiel, ich glaube, das ist auch in dieser Release Note von November drin, dass zum Beispiel ein eigenes H5P-Plugin entwickelt wurde, wie man QR-Codes erstellen kann, sodass man H5P-Elemente quasi besser integrieren kann dann in analoge Dokumente. Aber ich glaube, die Frage ist immer die, wenn es darum geht, kriege ich das auch irgendwie in ein PDF? Wieso möchte man das genau in dem PDF haben? Wieso möchte man das genau ausdrucken? Und meines Wissens gibt es da eigentlich sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Ja, also ich kurz als Feedback, ich habe das mal probiert bei meiner App, die H5P-File runtergeladen. Das ist dann eine ZIP-File, in der eben JavaScript-Code-Elemente stecken und Bilder und was man da eben eingebunden hat. Aber an die Textbausteine, also ich habe jetzt nicht sehr lange reingeguckt, an die Textbausteine kommt man nicht so einfach ran. Eigentlich müsste es ja irgendwo eine Textdatei geben, auf die rekurriert wird. Man könnte jetzt zum Beispiel von dem interaktiven Video, wenn man in dem Editor ist, aus dem Editor die Fragen und Antworten rauskopieren mit Copy and Paste und daraus ein PDF machen, sodass man das dann auch nutzen kann. Relativ umständlich und genau wie Benjamin schon meinte, die Frage ist natürlich, wieso will ich was Interaktives wieder zu einem Blatt Papier machen, was zwar auch natürlich analog interaktiv ist, aber was
wie jetzt auch Jessica Kleber meinte, gerade im Distanzunterricht digital ja an sich wunderbar funktioniert und da das Digitale als echten Mehrwert generiert, da ist es die Frage, will man das und warum will man das wieder zurückbringen in was Analoges, Ausgedrucktes. Ich hätte vielleicht noch kurz eine Ergänzung zu der Frage mit dem Aufwand. Also ich glaube, das ist etwas, was man ja auch sieht. Das Ganze ist organisiert um größere Plattformen, wo ganz viele unterschiedliche Inhalte geteilt werden. Also Sie haben das ja bestimmt auch gesehen bei diesen Zoom-Apps. Da gibt es unzählige Beispiele, die man sich anschauen kann. Ich glaube, das ist auch so dieser dahinterliegende Gedanke von diesen Open Educational Resources, dass man die Inhalte, die aufwendig erstellt wurden, dass man die dann auch tatsächlich teilt im Kollegium, aber auch weiter mit Fachkolleginnen und Fachkollegen, weil genau diese Nachnutzung dann einfach dann tatsächlich den Aufwand definitiv lohnt. Vor allem auch, wenn man die Möglichkeit gibt oder hat, diese Inhalte tatsächlich auch weiter zu bearbeiten und nicht mal selbst. Ja, genau, es kommt auch gerade ja die Rückmeldung im Chat, dass es eben jetzt bei den Branching-Szenario und Video-Interaktiven sehr aufwendig ist, weil es sehr komplex aufgebaut ist und vor allem immer komplexer gemacht werden kann im Verlauf. Diese Lernspiele sind, wie jetzt im Chat Jessica Kleber schreibt, Gruppe 1, 10 Minuten und man hat ein kleines Spiel, wenn man im Unterricht kurz was Interaktives einfügen will als Starter, als Motivator. Dann ist das da auch sehr schnell und gut umsetzbar. Fast Punktlandung. Fast Punktlandung. Ich würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich für die rege Teilnahme und Mitarbeit in den unterschiedlichen Gruppen. Und sind bereit, also ich zumindest bin bereits gespannt auf die kleinen Lern-Apps, die da jetzt noch entstanden sind in unterschiedlichen Gruppen und was da weiter draus wird. Ja. Wir bleiben gerne noch kurz in dem Raum, falls Sie noch weitere konkrete Detailfragen haben. Ansonsten würden wir uns langsam verabschieden. Von eurer Seite noch etwas zu ergänzen? Ich muss gucken, wo ist der Finger? Ich würde meinen Finger heben und kurz sagen, ich würde die Aufnahme an diesem Punkt jetzt stoppen, sodass wir vielleicht dazu kommen, dass auch die Personen, die nicht auf dem Video sein wollen, hier mal interaktiv oder multimedial in Erscheinung treten können und wir so ein kleines Abschlussgruppenbild haben, virtuell an unserem Bildschirm, dass wir sehen, mit wem wir hier zusammen gesessen haben und vielleicht auch Stimmen hören können. Wir müssen ja nicht in die zusammen singen. Auf jeden Fall wird jetzt in diesem